Ganz ehrlich, ist sie nicht wunderschön? Die Northrop B-2 Spirit ist eines der faszinierendsten Flugzeuge und eine Ikone der Luftfahrt. Dank der hier zum Einsatz gekommenen Tarnkappentechnik ist die B-2 quasi unsichtbar für das gegnerische Radar und für die stärksten Verteidigungslinien und kann dann mehr oder weniger ungestört das Ziel zerstören. Aber wieso existiert dieses faszinierende Flugzeug und welche technologischen Schritte machten Tarnkappenflugzeuge wie die B-2 erst möglich? Was bedeutet Tarnkappentechnik? Tarnkappentechnik bezeichnet alle Technologien oder Techniken, die dazu beitragen, die Ortung eines Objekts, so wie zum Beispiel der B-2, zu erschweren. Hierbei werden die zur Ortung notwendigen Reflexionen des Objekts so weit es geht unterdrückt. Im allgemeinen Sprachgebrauch sind die Anglizismen Stealth, was so viel wie Heimlichkeit bedeutet, oder Stealth-Technik gebräuchlich. Stealth- oder Tarnkappenflugzeuge sind bereits seit 1988 in fast jeder kriegerischen Auseinandersetzung der USA zum Einsatz gekommen. Mittlerweile ist jedes neue Kampfflugzeug, das zur fünften Jet-Generation gehört, mit Stealth-Technologie ausgestattet. Das Besondere an diesen Flugzeugen ist, dass das Radar sie nicht sichten kann. Doch wie geht das? Der Beantwortung dieser Frage möchte ich mich in diesem Video widmen. Also, viel Spaß bei Wie funktionieren Tarnkappenflugzeuge? Die Idee der Tarnkappentechnik ist alt. Denk doch mal an das trojanische Pferd, was nichts anderes als antike Tarnkappentechnik darstellt. In der jüngeren Geschichte beginnt man sich erst im Ersten Weltkrieg mit Tarnkappentechnik zu beschäftigen. Unter anderem versuchten die Deutschen, ihre Flugzeuge mehr oder weniger unsichtbar zu machen, indem sie durchsichtige Folien bei der Bespannung der Tragflächen ihrer Flugzeuge verwendeten. Doch im Sonnenlicht wurden diese gläsernen Flugzeuge durch die Sonnenreflexion erst recht erkennbar für den Feind. Mit dem Aufkommen der Radarortung in den 1930ern gab es auch Versuche und Forschungsarbeiten mit dem Ziel, sich gegen diese Ortungsmethode zu schützen und sich einen strategischen Vorteil zu verschaffen. Doch nach dem Zweiten Weltkrieg gerieten die ersten Konzepte in Vergessenheit. Hinzu kam, dass lange Zeit die Radareigenschaften in Bezug auf die Form eines Objekts nicht völlig verstanden waren, um ein Objekt für das Radar unsichtbar zu machen. Hingegen wurde die Radartechnik und die Störsender immer leistungsfähiger. So konzentrierte man sich immer mehr als Schutzmaßnahme auf die immer höhere Geschwindigkeit und auf größere maximale Flughöhen von Militärflugzeugen. Die Philosophie damals lautete, Geschwindigkeit bedeutet Leben. Doch in den 1970ern kamen mehrere Ereignisse zusammen. Der Vietnamkrieg und der Yom Kippur-Krieg. Im Vietnamkrieg wurde die Bedrohung durch fortschrittliche Flugabwehrraketen wieder offensichtlich. Durch die hohen Verluste der Israelis während des Yom Kippur-Kriegs zeigten zudem, dass der Einsatz von Störsendern alleine keine befriedigende Lösung darstellte. Als Flugzeuge auf immer größere Entfernungen mit Radar geortet werden konnten und Flugabwehrraketen und luftgestützte Radare immer leistungsfähiger wurden, kam der Reduzierung der Wirksamkeit der gegnerischen Radarordnung erhöhte Bedeutung zu. Und genau zu diesem Zeitpunkt wurden die Werke des russischen Physikers Pjotr Ufimtsev über die Reflexion der elektromagnetischen Wellen veröffentlicht und in die englische Sprache übersetzt. Erst dann begann man zu verstehen, wie sich der Radarquerschnitt eines Flugzeugs reduzieren lässt. Ufimtsev gilt somit als einer der Väter der Tarnkappentechnik. Doch bevor wir jetzt richtig loslegen, noch ein kleiner Exkurs in die Welt des Radars. Wie funktioniert ein Radar? Beim Radar sendet die Antenne kurze Impulse an elektromagnetischer Energie aus, in Form von Radiowellen. Anschließend wechselt die Antenne den Empfängermodus und kann dann das Echo der zuvor ausgesandten Radiowellen von entfernten Objekten detektieren. Das Radar kann nun auf dem Bildschirm den Radarquerschnitt des Objekts abbilden. Und je nach Menge an zurückkehrenden Strahlen ändert sich auch der Radarquerschnitt. Also, der Radarquerschnitt ist abhängig von der Fähigkeit eines Objekts, Radiowellen genau in die Richtung des Radardetektors zu reflektieren. Und das hängt nicht nur von der Größe des detektierten Objekts ab. Erinnert ihr euch noch an die B-2, die ich eingangs erwähnt habe? Sie hat eine Spannweite von 52 Meter und dennoch den Radarquerschnitt eines großen Vogels. Wie konnte man das bei der B-2 hinkriegen? Dies geschieht primär durch vier Eigenschaften. Erstens durch die Formgebung, zweitens durch radarabsorbierende Materialien, im späteren Verlauf werde ich die nur noch als RAM nennen, dann durch Infrarottarnung oder anders gesagt durch die Reduktion der Wärmeabstrahlung und dann gibt es noch die Low Probability of Intercept, kurz die LPI-Radargeräte.
Die in Medien suggerierte Unsichtbarkeit tritt dabei nicht auf und ist auch nicht das Ziel. Tarnkappentechnik wird verwendet, um die Überlebenswahrscheinlichkeit der Plattform zu steigern, indem die Entdeckung durch gegnerische Sensoren verzögert wird. Dadurch wird genügend Zeit gewonnen, um damit das jeweilige Einsatzziel zu erreichen. Die vier Eigenschaften im Detail. Die Formgebung. Das Kernkonzept der B2 liegt in der Reflexion. Die Formgebung sorgt dafür, dass die reflektierten Radarstrahlen weg vom aussendenden Radargerät geleitet werden. Hierzu werden die Oberflächen relativ zu diesem geneigt und Rundungen werden vermieden. Tarnkappeneinheiten besitzen glatte Oberflächen ohne vorstehende Antennen und Spalten. Bei Flugzeugen werden Waffen intern transportiert und beim Abschuss werden dazu Schächte geöffnet. Da ein Waffenschacht ebenfalls einen Spalt darstellt, werden dessen Kanten geneigt oder gezackt, um eine Zerstreuung der Energie zu erreichen. Was besonders faszinierend ist, ist die Tatsache, dass jede Oberfläche der B2 mit diesem Grundgedanken konstruiert wurde. Hierzu waren leistungsfähige Computer notwendig. Für die F-117A Nighthawk waren noch keine Supercomputer verfügbar, wodurch das Design viel simpler wirkt. Während also frühe Tarnkappendesigns großen Wert auf eine Zerstreuung in alle Raumrichtungen legten, sind neuere Entwicklungen bestrebt, so viele Flächen wie möglich mit dem gleichen Winkel zu versehen, damit der Radarquerschnitt nur in einem einzigen, äußerst kleinen Winkelbereich stark einsteigt. Also bei der B2 konnte durch das schlanke Nurflügler-Design und durch den Verzicht auf die Seitenleitwerke die reflektierende Oberfläche reduziert werden. Stattdessen wird das Flugzeug durch Seitenruder gesteuert. Diese bremsen die Luft ab und machen die linke oder die rechte Seite des Flügels langsamer. Doch wenn die Seitenruder verwendet werden, können sie wieder den Radarquerschnitt vergrößern. Daher lässt sich die B2 durch unterschiedlichen Schub der Triebwerke noch lenken. Also das kann man machen, wenn man besonders unentdeckt bleiben möchte. Aufgrund ihrer außergewöhnlichen Konstruktion ist die B2 ein Flugzeug mit negativer statischer Stabilität. Das heißt, sie ist aerodynamisch instabil. Und das bedeutet, dass sie ohne permanente computergenerierte Steuerbefehle unkontrollierbar wäre und sofort abstürzen würde. Daher verfügt die B2 über ein digitales und vierfach redundantes Fly-by-Wire-System, das die Eingaben der Piloten interpretiert und daraus die benötigten Steuersignale erzeugt. Festzuhalten ist auch, dass durch eine gute Formgebung sich der Radarquerschnitt um den Faktor 10 bis 100 reduzieren lässt. Ein noch höherer Faktor wird schwierig. Für eine weitere Verringerung sind deshalb radarabsorbierende Materialien, also die RAM, und damit unerlässlich. Und das führt uns auch zum nächsten Punkt. Also radarabsorbierende Materialien oder abgekürzt als RAM sind notwendig, um den Radarquerschnitt weiter zu verkleinern, als dies allein durch die Formgebung möglich wäre. Erst dadurch können bei Fluggeräten Radarquerschnitte von Vögeln oder Insekten erzielt werden. Bei der B2 kommen auch radarabsorbierende Materialien zum Einsatz, jedoch nicht wie bei der F-117 auf der gesamten Oberfläche. Bei der B2 kamen Beschichtungen zum Einsatz, deren Zusammensetzung geheim gehalten wird. Jedoch muss es sich um eine Mischung aus kohlefaserverstärktem Kunststoff handeln. Und die vordere Spitze der B2 scheint mit einem Material beschichtet zu sein, das kleine Eisenpartikel enthält, die elektromagnetische Energie absorbieren und sie in Hitze umwandeln können. Bei RAM ist zu beachten, dass sie eine eingeschränkte Bandbreite und Absorptionsleistung haben. Diese ändert sich je nach Frequenz und Auftreffwinkel der Radarenergie. Das Konstruktionsziel besteht darin, ein möglichst breitbandiges Material mit geringer Dichte und Dicke und hoher Absorptionsleistung und großer Winkelunabhängigkeit herzustellen. Das ist gar nicht mal so einfach. Dies kann zum Problem werden, wenn ein Objekt mit einem Radar angestrahlt wird und dessen Wellenlänge außerhalb des Frequenzbereichs des radarabsorbierenden Materials liegt. Diese Schwachstelle nutzen moderne Radargeräte aus. Dann kann nur noch Formgebung des Objekts die Radarsignatur reduzieren. Die heute üblichste Anwendung von Infrarot-Tarntechniken ist die Verwendung verschiedener Beschichtungen an unterschiedlichen Stellen, um im Infraroten ein Fleckenmuster oder ähnliches zu erzeugen und sich damit im Gelände besser zu tarnen. Durch Beschichtung wird die Reflexion in den relevanten Wellenlängen reduziert und das Objekt erscheint für den Wärmedetektor dadurch kälter. Die Lackierung des deutschen ATF Dingo enthält beispielsweise infrarotfilternde Elemente. Da militärische Einheiten meist durch Maschinen, also wie zum Beispiel Triebwerke, angetrieben werden, sind diese meist heißer als die Umgebung und somit gut entdeckbar für Wärmedetektoren.
Wärme ist als Infrarotstrahlung sichtbar und durch die weite Verbreitung von Infrarotsensoren sowie deren kontinuierliche Verbesserung wurden auch Methoden entwickelt, sich besser dagegen zu tarnen. So sind bei der B2 die Triebwerke voll in das Design integriert, sodass Infrarotdetektoren die Triebwerke schwer erkennen können. Und zusätzlich werden die heißen Abgase als Hauptverursacher von Infrarotemissionen gekühlt. Die B2 verwendet dazu die kühle Stromung des Grenzschichtabscheiders. Zusätzlich ist zu erkennen, dass die Ein- und Auslässe der Triebwerke bei der B2 auf der Oberseite des Flugzeugs liegen. So können sie schwerer von am Boden liegenden Detektoren erfasst werden. Low Probability of Intercept Radargeräte oder kurz LPI Radargeräte. Flugzeuge haben eigene Radargeräte an Bord. Und genau dieses Radargerät im Flugzeug ist eine Schwachstelle. Denn es kann von leistungsfähigen Anlagen am Boden bereits geortet werden, obwohl das Flugzeug selbst das Zielobjekt noch nicht detektieren kann. Um solche Gefahren abzuwenden, wurden Low Probability of Intercept Radargeräte entwickelt. Diese Radargeräte versuchen, ihre Emissionen zu verstecken, um nicht durch feindliche Radarwarnanlagen geortet zu werden. Bei der B2 kommt das APQ-181 Allwetterradarsystem von Raytheon zum Einsatz. Das System wurde Mitte der 1980er Jahre entwickelt und 1993 in Dienst gestellt und hat seitdem mehrere Updates erfahren. Es handelt sich hierbei um das derzeit weltweit stealthieste Radar, das verfügbar ist, und ermöglicht der B2, die anspruchsvollsten Luftabwehrsysteme zu durchdringen. Konventionell arbeitende Radarwarnanlagen sind nicht in der Lage, LPI-Radare wie das APQ-181 zu orten. LPI-Radare verändern die Wellensignale des Radars an Bord in schneller Folge und führen so zur Verwirrung des gegnerischen Radars. Allerdings sind enorme Rechenkapazitäten notwendig und das war erst durch das Aufkommen leistungsfähiger Mikrochips möglich und früher völlig undenkbar gewesen. Also kann man jetzt Tarnkappenflugzeuge gar nicht mehr detektieren? Doch, man kann, aber nur wenn man es richtig anstellt. Also neben Maßnahmen am Objekt selbst ist die Einsatzplanung essentiell, um die oft richtungsabhängigen Tarneigenschaften auszunutzen. Ein Radargerät alleine kann nur das Echo detektieren, das genau in seine Richtung zurückstrahlt. Bei Tarnkappentechnik wird jedoch das Echo so abgeleitet, dass es nicht beim feindlichen Radar als Echo zu sehen ist. Verwendet man jetzt jedoch mehrere Radargeräte, beispielsweise in einer Anordnung wie in einem Dreieck, so können aus dem Verbund mehrerer Radargeräte durchaus die abgeleiteten Radarwellen des Flugzeugs detektiert werden und dann schlussendlich das Tarnkappenflugzeug sichtbar gemacht werden. Es klingt etwas kompliziert, aber es ist so. Als Beispiel sei hier der Abschuss eines Nighthawks, also eines Tarnkappenflugzeugs, 1999 über Serbien genannt. Das waren die Grundlagen der Tarnkappentechnik. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Rundflug jetzt mit der B2 Spirit gefallen. Sollte das der Fall gewesen sein, so gebt doch meinem Video gerne ein Like. Und ich freue mich auch sehr, wenn ihr meinen Kanal einfach gleich abonniert. Also, das war's jetzt. Und bis zum nächsten Mal, euer HP.